Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Der größte Erfolgsverhinderer, dass du deine Ziele nicht erreichst, weißt du, wer das ist? Du selbst, dein eigener Skeptiker. Der eigene Skeptiker, der dir immer wieder sagt, ich kann das nicht, ich muss noch die Ausbildung haben, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich habe kein Geld, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu unerfahren, ich muss dazu erstmal noch einen Partner haben, ich muss dazu erstmal noch einige Menschen um mich haben, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen, meine Idee zu verwirklichen und, und. Und das ist so der innere Skeptiker, der dich dazu verleiten möchte, dein Ziel, das du vor Augen hast, aufzugeben. Und deshalb sind wir selbst unsere größten Erfolgsverhinderer, wenn dieser innere Skeptiker zu uns spricht, du bist zu klein, du bist zu jung, du bist nicht gut genug, du musst noch erst diese Ausbildung haben, du musst noch erst Erfahrung sammeln und, dass wir unser Ziel, das wir uns mal gesetzt haben, nicht erreichen. Und die beste Variante, mit diesem inneren Skeptiker zu sprechen, ist, das ist eine Metapher von mir. Hock dich mal bitte hier auf den Stuhl und beobachte mal und lass mich mal machen. Und da können wir anschließend uns noch mal drüber unterhalten. Das klingt jetzt so ganz leicht, das fällt mir auch nicht immer ganz leicht, aber es gelingt mir zumindest zum großen Teil. Und wenn es mir mal nicht so gut gelingt, ja, dann brauchst du einfach mal ein bisschen mehr Kraft und Energie, bis der Skeptiker dann auf dem Stuhl hockt. Und dann gehe ich weiter auf meinem Weg und meist habe ich dann irgendwann gerade den Skeptiker mit im Boot, der mir sagt, jo, hast recht gehabt, hat doch wunderbar funktioniert, auch wenn ich skeptisch war und an dir gezweifelt habe. Also, lade deinen inneren Skeptiker künftig auch ein, irgendwo in deiner Nähe auf dem Stuhl Platz zu nehmen oder sich auf der Couch bequem zu machen, dich zu beobachten und geh du dann deinen eigenen Weg weiter und beweise es dem Skeptiker, dass es funktioniert, dass du es kannst. Denn auch du hast eine eigene Kraftquelle selbst in dir. Alles, was du brauchst für dein erfülltes und glückliches Leben, steckt bereits in dir. Grab es aus, lass es sich entfalten und begib dich auf deinen Weg. Alles Liebe für dich, schick dir eine herzliche Umarmung. Bis zum nächsten Video. Tschüss, dein Irmgard.